Hallo alle zusammen, hier ist wieder Tatjana. Wir machen heute Milchmädchentorte mit Erdbeercreme. Dafür brauchen wir für den Teig eine Dose Kondensmilch, 250 Gramm Mehl, drei Eier und zwei Löffel Backpulver. Wir vermischen alles zum Teig. Danach auf ein Backpapier malen wir einen Kreis. Ich habe bei mir 20 cm genommen und darauf legen wir drei Esslöffel Teig und verteilen wir auf die gleiche Ebene und schieben den Backofen für 5 Minuten bei 5 Minuten bei 180 Grad. Danach machen wir die Creme. Für die Creme brauchen wir 2 Becher Schlagsahne und halben Glas Zucker, also ungefähr 100 Gramm Zucker. Und zusätzlich noch gefrorene Erdbeeren habe ich, 250 Gramm. Die habe ich zerkleinert und dann zum Schluss in die Creme reingetan. Und dann schön auf die Tortenboden verteilen und ins Kühlschrank stellen für ein paar Stunden, damit es so richtig schön fest wird und da kann man auch nachhinein schön beliebig dekorieren. Ich bedanke mich. Tschüss.